Ja, ich mache, hier ist wieder euer Benno Astro 2. Ich mache jetzt mal ein Video. Und zwar von Magic Text, meine doppelten Karten, wo ich gerne gegen Star Wars Karten Staffel 6 tauschen würde. Irgendwie Serie 5 habe ich so mitbekommen. Ich gucke ja Star Wars sehr gerne. So sehen die Packungen aus. So sehen die Karten von Star Wars aus. Hinten grün. Also wer solche Karten hat, ich würde mich sehr freuen. Und hier habe ich auch noch Panini-Karten. Meine doppelten würde ich sehr gern wegbekommen. Auf dem Flohmarkt geht nicht, weil sie da keiner haben will irgendwie. Keine Ahnung. Würde ich auch gegen Star Wars-Karten tauschen. Und ja, jetzt komme ich zu meinen eigentlichen Karten. Aber davor präsentiere ich euch noch meine glitzernden von Panini-Karten. Ecuador, Spanier, Nigeria, FIFA World Cup Brasil, USA, Brasilien, Argentinien, Weltpokal und die seltenste Karte Panini. Dafür verlange ich eine Starcard oder ein Force Meister. Ja. Ich stelle nicht die Karten vor, weil ich ein Testvideo gemacht habe. Und das dauert über 40 Minuten, also einfach ein bisschen zu lang. So, dass ihr schön nicht wegschaltet. FC Erzgebirge Aue doppelt. Dann Artioms Rundwes Matchwinner. Alexander Mandlung. Adiom Rundwes. Sebastian Pugnoli. Pugnoli hier. Nochmal Sebastian Pugnoli. Nochmal Sebastian Pugnoli. Und dann Marcelo, Daniel Davari, Dran Abmedi, Dran Abmedi, Karim Bellari, Havan Nielsen, Daniel van Beuten, Daniel van Beuten, Havan Nielsen, Erik Dorum, Orum, Erik Orum, Manuel Friedrich, Alexander Mandlung, Waldimir Darida, Philipp Zulecher, Pire Michel Lagossa, Ola John, Fiyuan Hamad, Ehren Dervikoc, Andreas Quarado, Fabian Johnson, Julian Korb, Adiam Hilusek, Makoto Hasebe, Kevin Prince Boateng, Jan Kirchhoff, Grim Hagui, Thorst Hirschbaum, Lukas Philipp. Dann hier habe ich dreimal die 446, ein Puzzleteil. Dann das, die 440 habe ich zweimal. Hier beweise ich es euch. 440, zweimal. Dann Matthias Fetsch, Peter Pekraik, Sami Alagui, Timo Pertel, Mats Hummels, Jakub Blaschikowski, Julian Schuster, Pat Jaricek, Sabolis Hutzi, David Abraham, Roberto Firmino, Heinz Müller, Elkin Soto, Chinedu Ede, Luke de Jong, Javan Pinola, Timothy Kandler, Daniel Ginzzweck, Glasjan Huntula, Santo Garissa und nochmal Santo Garissa. Ja, das waren die Karten. Es sind insgesamt 72 Karten. Ich verkaufe sie vielleicht, wenn mich nicht innerhalb in weniger als 2 Tagen jemand in die Kommentare schreibt, dass er die und die Karten braucht. Dann versuche ich sie auf dem Flohmarkt zu verkaufen, weil ich nicht so lange warten mag, weil ich mir auch neue Karten für meine Videos kaufen muss, und zwar Star Wars Karten. Also ich tausche sie, wie gesagt, gegen Star Wars Karten, oder wer keine Star Wars Karten hat, halt gegen eine normale Karte für 10 Cent, dann ein
den Matchwinner für 50 Cent und dann die, also den Matchwinner für 30, 40 oder 50 Cent, weiß ich nicht, schreibt es in die Kommentare. FC Erzgebirge Aue für 20 Cent. Ja, wer sie mir tauschen will und Star Wars Karten hat, ich würde mich sehr freuen. Und jetzt bin ich noch nicht ganz fertig. Ja, das tut mir leid. Mein Handy fällt manchmal einfach von selbst um. Es kann sein, dass das auch mal passiert. Aber ich bin noch nicht fertig, denn jetzt kommen noch Star Wars Karten aus der Serie 3, die ich mir falsch gekauft habe. Also, ich wollte sie schon haben, aber die Sammlung hat sich schon voll. Und ja, wer mein Video gesehen hat, merkt, dass ich gar nicht die Karten brauche. Ja, hier sind schon gute Karten dabei. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Die auch entweder gegen Star Wars Karten Serie 6 oder gegen Geld halt. Dann hier einmal, ja, das meine ich. Das tut mir sehr leid. Hier einmal die Serie 3, kann man hier auch gut lesen. So sieht's dann aus, wird in sehr vielen Schritten erklärt. Genau, kommt hier, verkaufe ich auch mit. Darth Vader, Force Meister. Genau. Und dann natürlich eine limitierte Auflage, für die verlange ich schon 90 Cent oder 1 Euro, weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen, Prinzessin Leia, weil sie echt sehr selten ist. Ich habe sie ja in diesem Ding gezogen. Das gibt es jetzt fast nicht mehr. Muss man sich im Internet bestellen. Und ja, sind sehr teuer. 9 Euro so eine kleine. So eine Tinbox für 9 Euro. Bei mir war sie im Angebot. Ja, Obi-Wan Kenobi, Starcard. Lando Calis Ran. Starcard. Ein Sturmtruppler, Strike Force, Imperium Shuttle, R1G4, Tebo, AST-Läufer, dann natürlich der Todesstern, Darth Maul, Theta Class Shuttle, Sandschiff, T16 Skyhopper, Kampfpilot, Bosch. Oh. Dann R2D2 als Strike Force. Wieder ein Sturmtrupper Strike Force. Ein Droide in Rot Strike Force. Den Namen weiß ich nicht. Aber ja. Strike Force. Weiß ich auch nicht. Strike Force. Dann davon habe ich auch ein Lego-Teil, aber das stelle ich jetzt nicht vor. Ich mache dann mal ein Video mit dem Lego. Ja. Vielleicht mache ich es, ich weiß es noch nicht. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich brauche natürlich auch mal Abonnenten. Ich hatte ja schon einen, der ist dann wieder gegangen. Ich habe keine Abonnenten, keine Daumen hoch. Ich glaube, ich höre dann bald auf. Wenn ihr dann mich nur nicht klickt wegen dem Namen oder wegen den Videos oder wegen der scheiß Filmung, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich kriege keine Kommentare. Ich finde scheiße. Ich schreibe Kommentare, keiner schreibt mir zurück oder so. Ja. Dann hier einmal eine Strike Force und das ist Wookie. Ja, wie gesagt, ich tausche oder verkaufe die Karten. Dann hier einmal ganz normale Karten für 10 Cent. Die Anleitung mal 10 Cent vielleicht oder nein, die gibt es umsonst mit, ja. 20 Cent. 20 Cent. Darth Vader ist echt sehr, sehr selten und ist nicht in jeder Tinbox. Ist nur in zwei Tinboxen und ich hatte halt einen davon. Hab ich halt Glück gehabt. Ist ein Force Meister, verlange ich schon 50 Cent für. Und Prinzessin Leia, 90, 1 Euro. Cent, 90 Cent, 1 Euro, weiß ich noch nicht. Ja, das Video hat jetzt 9 Minuten gedauert. Aber ich bin natürlich immer noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, ihr habt noch nicht weggeschalten. Ja, denn jetzt gibt es noch eine Magic Text Tinbox. Ja, ist jetzt wieder sowas, die doppelten Fan-Favorites gebe ich daher. Ich glaube, ich sammle Magic Text nicht mehr lange, deswegen hier einmal meine limitierten Auflagen. Die kommen dann auch bald weg.
Für die verlange ich schon 1 Euro. Dann würde ich 4 Euro kriegen, wer alle kaufen mag. Oder wer alle 4 kaufen mag, dann mache ich einfach 2,50. Ja, Matchwinner 50 Cent, André Hahn. Ich sage jetzt die Namen nicht, ihr könnt sie ja lesen. Und ja, kostet natürlich dann auch 50 Cent ein Matchwinner. Wer mehr haben will, für den resistiere ich dann. Oder gegen Star Wars Karten. Serie 6. Marco Reus. Ronny, ja. Marco Reus. Nicoli Müller. Mike Hanke. Stefan Kiesling. Mike Hanke. Nico Müller. Kevin Volland. Kevin Trapp. Kevin Buens Boateng. Franck Ribéry, Stefan Kiesling, Federt Ibisevic. Wer natürlich jetzt alle Karten kaufen will oder tauschen will, da möchte ich mich dann schon gern mit ihm treffen. Und weil so viele Karten mag ich mir einfach nicht zukommen lassen, weil ich nicht weiß, welche Star Wars Karten ich brauche und welche nicht, dann nimmt er dann einfach, wenn er welche braucht oder wer sie kaufen mag, mit dem, ich treffe mich einfach mit jedem und wer Hausham kennt, der ist da bei mir genau richtig. Wer in Hausham wohnt, hat natürlich Glück, der kann mir dann auch manchmal, wenn er mit mir befreundet ist, zu meinen Videos kommen oder mir zugucken, wie ich das alles auch drehe und wie, ja. Wer alles kaufen will, mache ich dann natürlich einen Preis, treffe mich dann mit ihm. Ich würde sagen, wer alles kaufen will, alles für 15 Euro wäre gerecht, weil das sind eindeutig, die Karten sind eindeutig mehr wert. Oder wer alles kaufen will, auch 12 Euro oder so, weiß ich nicht. Wer die Tin-Boxen mithaben will, ja, das meinte ich. Das Handy fällt noch öfters um. Wer die Tin-Boxen haben will, hat leider Pech. Vielleicht brauche ich sie. Genau das meinte ich wieder. Das gibt's doch nicht. Das nervt mich jetzt. Wer die Tin-Boxen mithaben will, da muss ich ihn leider enttäuschen, denn ich gebe die Tin-Boxen noch nicht her. Noch nicht. Ich werde ein Video machen, wo ich die Tin-Boxen dann auch hergebe. Wo ich dann... Jetzt ticke ich gleich aus. Jetzt reicht's mir. Das Handy ist mir jetzt schon so oft runtergefallen. Ich hoffe, ihr schaltet deswegen nicht weg. Ja, wer die Tin-Boxen haben will, den muss ich leider enttäuschen. Die Karten gibt's auch zu verkaufen oder gegen Star Wars Karten halt eben. Und dann, ja, hier die Panini-Karte gegen einen Forstmeister, eine Star Wars Karte oder so. Wer alles, wirklich alles hier zusammen, die Karten verkaufen will. Also einmal hier die Karten, wo da drin sind, natürlich nur die Karten und die Karten. Da muss ich mir dann wahrscheinlich einen Preis ausdenken. Also es kostet schon etwas. Darauf müsste man sich dann einstellen. Die Tinboxen verkaufe ich dann vielleicht auch irgendwann. Adrenalin XL ist nichts drin. Dann Überraschungsvideos gibt's auch bald wieder. Und Updates gibt's auch bald wieder. Star Wars Packs gibt's auch bald wieder. Und natürlich auch Magic Packs. Wer alles kaufen will, würde ich sagen 25, 27 Euro sowas. Weil das war nicht gerade billig. Dann schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr für alles bieten würdet oder was ihr kaufen wollt oder so. Dann sag ich euch, wo wir uns treffen könnten. Und ja, das war mal wieder euer Ben Master von 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ciao.